Es hat lange gut ausgesehen, doch am Ende verschenkt die Austria den Sieg gegen die Admira. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Dein Verein FK Austria Wien mit Manuel Ortlechner an meiner Seite. Servus. Hey. Hallo Manuel. Manuel, zweimal in Folge eine Führung aus der Hand gegeben. Wie bitter ist es dann am Ende, wenn es dann nur zu einem Punkt reicht? Ja, es ist schon sehr bitter, weil ich denke, dass so gut wie alle im Umfeld vielleicht auch mit mehr gerechnet haben und vielleicht sogar einkalkuliert haben. Ich finde, das wäre auch absolut möglich gewesen, dass man das Spiel auch als Sieger beendet. Ich glaube, unabhängig von meiner violetten Vergangenheit, man war die klar bessere Mannschaft in diesem Spiel. Nur hat man halt verabsäumt, vielleicht auch noch ein Tor zu erzielen, dann vielleicht einen 2 Tore Abstand herzustellen. Das war, glaube ich, eher das Hauptthema in diesem Spiel, weil man natürlich auch Tore eingefangen hat, die oft aus dem Nichts passiert sind. Aber die Leistung war in Ordnung. Phasenweise hat das gut ausgeschaut, auch nach Austria, Wien-Fußball ausgesehen, mit einem guten Positionsspiel, Passspiel, so wie es der Fan auch erwartet, und die Ergebnisse stellen sich ein. Ja, irgendwie siehst du viel glücklicher aus als in der Vorsaison. Ja, weil es mir natürlich auch die Mannschaft und das Umfeld leichter macht. Ich bin auch sehr froh, wenn ich jetzt montags herkomme und ich darf über Austria plaudern, wo auch die Leistungen passen und die Ergebnisse, die kommen schon. Ja, dann schauen wir doch auf die beiden Tore der Austria. Das 1:0 ist recht früh gelungen. Christoph Mondschein in Minute 8 nach einem Eckball. Ja, der Christoph Mondschein weiß, wo man stehen muss als Stürmer. Michi Madl hat da seine Kopfballstärke ausgespielt und man ist dann auch, finde ich, verdient in Führung gegangen. Und das 2:1 ist eben nach der Pause gefallen, wieder ein Eckball und Benedikt Bichler vollendet. Ja, das ist überhaupt ein sehr interessanter Spieler, der auch, finde ich, zu einer seiner großen Stärken ist auch das Kopfballspiel. Und wenn man dementsprechend auch den Ball mit einer guten Schärfe reinflankt, dann glaube ich, gibt es wenige, die besseres Kopfballspiel haben bei der Austria als wir. Und das hat man gesehen bei der Aktion. Und Manuel, was man noch dazu sagen muss, was man einfach nicht vergessen darf, ist, dass die Austria in der folgenden Situation auch nicht unbedingt vom Schiedsrichter gut behandelt wurde. Da legt Emmanuel Aivu Hand eben an Benedikt Bichler an. Gibt es da zwei Meinungen? Ja, es gibt so Elfer-Situationen, wo wir, glaube ich, nicht diskutieren müssen. Egal, ob jetzt Admiraner wäre oder Austrianer. In dem Fall war das ein ganz klarer Elfer. Schon bitter natürlich auch, weil wenn ich ans letzte Spiel denke, da gab es ja auch die ein oder andere strittige Situation, wo ich denke, momentan schlägt das Pendel nicht in die violette Richtung aus, aber das wird sich schon wieder einstellen und soll ja den Schiedsrichtern keinen Vorwurf machen, wobei in dem Fall kann ich nicht verstehen, warum der nicht pfiffen wurde. Ja, es nützt aber alles nichts. Am Ende gab es den Sieg eben nicht. Und dass die Austria den Sack hätte früher zu machen müssen, da lässt auch Peter Stöger keinen Zweifel daran. Wir haben es verabsäumt, jedes Mal, als wir in Führung waren, da nachzulegen. So, da haben wir gute Phasen gehabt, da haben wir auch Möglichkeiten gehabt. Und wenn es dann halt nur ein Tor führst, dann kann immer was passieren und das ist in dem Fall auch so gewesen. Wenn man auch im Verteidigungsverhalten, das war zu einfach. Der Gegner eigentlich gar nicht so viel Aufwand betreiben müssen, um zu seinen Toren zu kommen. Und so weiter ist dann unsere Stabilität und das Ganze rundherum auch noch nicht, dass man dann ein Spiel gewinnt. Ja, und einer, der mit all seiner Erfahrung und Routine eben diese Stabilität dann wieder reinbringen könnte oder schon fest daran arbeitet, das ist Markus Suttner, der nach 5 Jahren wieder zurückgekehrt ist zu seiner Austria. Manuel, traust du ihm das zu, dass er eben einer dieser Stabilisatoren sozusagen dann sein könnte? Ich glaube, das wird sogar eingefordert von ihm. Das ist auch einer der Gründe, warum man sich auch mit ihm zusammengesetzt hat, ob er sich vorstellen kann, wieder zurückzukommen zu seiner Austria. Ich weiß eh, dass ich auch mit ihm befreundet bin. Auch wir haben uns austauscht natürlich über das. Er sagt, da steht auch das Finanzielle nicht mehr wirklich im Vordergrund. Und warum er wirklich zurückgekommen ist, hat zum einen auch privater Natur Gründe. Aber auf der anderen Seite sagt er, ich bin natürlich auch verrückt nach diesem Verein. Es ist sein Verein, ich bin Violetta durch und durch. Ich meine, das hören auch die Fans sehr gerne, aber er ist es auch wirklich. Und er will es auch noch wissen. Also wer den Sutti kennt, ich meine, der kann ja auch sehr unangenehm werden, wenn er nicht gewinnt oder so. Und diese Eigenschaft hat er auch noch, jetzt, obwohl er schon den 30 überschritten hat. Und das ist ganz wichtig. Er will auch die Jungen führen und will nach wie vor aber auch giftig und hungrig bleiben. Und das macht er auch. Und in den Statistiken sieht man jetzt schon, der hat immer die Top 3 Ballaktionen. Das ist auch sein Spiel. Er will den Ball haben. Er ist auch Austrianer und deswegen wird der Truppe auch weiterhelfen. Ja, ein bisschen was über das, was Markus Suttner mit der Austria vorhat, hat uns Manuel Ortlechner jetzt schon verraten. Aber Christoph Jochum hat ihn dennoch in Favoriten besucht. Markus Suttner in der Generali Arena. Hier in Favoriten hoffen alle, dass er ganz genau weiß, wo es nach oben geht. Der Routinier als Hoffnungsträger, einer, der Erwartungen erfüllen will. Da reicht es einfach nicht, dass du dann irgendwo hinfährst und einen Punkt holst, sondern du musst da trotzdem gewinnen. Und
Also, es reicht ja nicht immer nur zu gewinnen, sondern auch schön zu spielen. Und das wollen wir natürlich auch entwickeln in der Saison. Der Heimkehrer, noch dazu wieder vereint mit Peter Stöger. Klar werden da Erinnerungen wach an 2013. Was für Erinnerungen. Wer sind diese Jungs aus Favoriten 2020? Wer ist dieser Peter Stöger 2020? 7 Jahre sind mittlerweile vergangen. Hat er mit Topstars jetzt international halt auch Erfahrungen gemacht, wie er mit diesen Spielern umgehen muss und, oder wie er bei Clubs in Deutschland dann in Krisensituationen einfach mit der Mannschaft, aber auch mit den Medien, im Verein, mit den Leuten umgehen muss. Und das hat ihm sicher auch zu einem besseren Menschen, zu einem besseren Trainer gemacht. Stöger ständig im Gespräch mit seinen Spielern. Ein Plausch hier, ein Witz dort. Eine kurze Umarmung, das schafft Nähe, Verbindlichkeit. In meiner Karriere waren schon immer die Trainer, die halt ein bisschen einen Zugang zum Menschen finden, sind halt auch die am meisten von der Mannschaft zurückkriegen. Da war halt er einer, der also am meisten, also am besten geklappt hat mit allen Spielern im Kader. Wenn es nach Markus Suttner geht, soll es für die Austria eine erfolgreiche Saison werden. Es soll aufwärts gehen. Ganz klar. Ja, Markus Suttner ist zurückgekommen, um eben gemeinsam mit Peter Stöger wieder an alte Zeiten anzuknüpfen. Wie sehr muss denn einer wie Markus Suttner jetzt auch so ein bisschen ein verlängerter Arm des Trainers sein, ein Mentor auch für die vielen Jungen, die jetzt bei der Austria durchdrücken? Das ist er ohnehin. Das ist auch sein Anspruch, glaube ich, den der Suttner an sich selber hat. Aber da gibt es ja eh noch 2, 3 andere Spieler, die auch so diese Führungsrolle einnehmen, die auch außerhalb des Spielfeldes, sprich auch in der Kabine, so die Opinion Leader sind. Und wenn du da die richtigen Typen hast, die da auch mit dem Trainer auch sehr gut können, dann finde ich, das ist eine sehr erfolgreiche Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit. Und den Peter Stöger, und das weiß ich aus eigener Erfahrung, ist das einfach auch sehr, sehr wichtig. Ja, und einer, der eben genau mit diesen Jungen arbeitet, die jetzt auch teilweise unter den Fittichen von Markus Suttner sind, ist U18-Trainer Cem Sekerlioglu. Der arbeitet seit 15 Jahren als Nachwuchstrainer bei der Austria, ist auch schon zweimal mit der U16 Meister geworden und das ist so richtig einer von uns beim FK Austria Wien. Es wird nie langweilig. Man bekommt immer wieder neue Spieler. Wenn man dann sieht, dass die Spieler da im Stadion spielen, das ist natürlich auch ein tolles und ein gutes Gefühl. Aber der Reiz ist einfach, dass die sehr viel annehmen, es sehr flott geht, dass die Spieler das versuchen umzusetzen und man erkennt sehr schnell das, was man investiert, was da wieder zurückkommt. Das ist, man bleibt selber jung, man kriegt die Trends mit von den Spielern, von den jungen Burschen und macht irrsinnig Spaß. Und jetzt aktuell im Kader, ob es jetzt noch ist aus der Stronach-Zeit mit Grünwald, Madl oder ob es der Suttner war, Heinzi Lindner und jetzt eben die nächste Generation mit Fitz, Zakaria. Das sind dann natürlich Spieler, die man auf ihrem Weg begleitet hat und seines dazu beigetragen hat. Und umso schöner natürlich, wenn das dann so fixe Bestandteile innerhalb der Mannschaft werden. Manuel, du kennst Cem Sekerlioglu natürlich auch sehr gut. Was ist das für einer? Kann der so richtig mit den Jungen, die er dann ranführt, eben an die erste Mannschaft? In erster Linie ist er mal Austrianer. Der ist in der 30. Saison ist er bei der Austria. Das ist unfassbar eigentlich. Darüber hinaus ist ein Ballartist. Das wissen wahrscheinlich nicht mehr alle. Der kann jetzt noch Dinge, das können nur wenige Freestyler, die ich aus dem Internet kenne. Leider hat er eine schwerste Verletzung, sage ich bewusst nicht schwer, sondern eine schwerste Verletzung aus der Bahn geworfen. Der war ein Riesentalent damals. Ist leider nichts geworden. Ist dann ganz früh Trainer geworden. Und er ist einer, der immer auch am Puls der Zeit geblieben ist. Er versteht generell einmal die Austria-DNA, er versteht das Austria-Spiel, was da auch gefordert ist bei diesem Verein. Er kann unfassbar gut mit den Jungen, aber er kann auch richtig dazwischen hauen. Also das ist einer, der das sehr, sehr gut kann. Also es gibt fast keine besseren Trainer in diesem Sinne, auch um auf diese jungen Talente die loszulassen, als für den Cem. Kann man sich glücklich schätzen als Verein eigentlich?
Manuel, werfen wir noch einen Blick in die Zukunft, aufs kommende Wochenende. Da geht es für die Wiener Austria in den Westen, nach Innsbruck. Jetzt hat man so ein bisschen zweischneidig. Im Herbst hat man gegen die Tiroler dreimal verloren, inklusive Cup, im Frühjahr dann zweimal gewonnen. Was dürfen wir uns dort erwarten? Ja, vom Lieblingsgegner hin zum Angstgegner und wieder umgekehrt. Keine Ahnung, es ist schwer zu sagen, hier was auszumachen, weil die Wattners ist, finde ich, sehr, sehr gefestigt heuer präsentieren. Da hat es einen großen Schnitt gegeben, wie ich finde. Also man muss von Austria Seite echt auf der Hut sein, aber das weiß man sicher. Schwer dann Favoriten auszumachen, vielleicht den Tick eher pro Austria, aber auch das ist eher schwer zu sagen. Ich hoffe, sie bieten eine tolle Leistung. Ja, dass es kein einfaches Spiel werden wird, das weiß auch Alexander Grünwald. Sehr aggressive Mannschaft, auch mit einer sehr guten Qualität, auch in der Offensive. Ich denke, dass sie ihren Job ganz gut machen und dass es für uns ein schweres Spiel wird. Aber ich glaube, wir haben auch die Fähigkeiten, dort zu bestehen. Aber ja, ganz klar ist, wir müssen immer an unser Leistungsniveau rankommen, weil das Leistungsniveau in der Liga einfach sehr, sehr knapp beieinander ist. Und deswegen müssen wir, wenn es möglich ist, immer auf unserem Level performen, bestmöglich. Und dann glaube ich, dass wir auch eine gute Saison und eine gute Rolle spielen können. Und so Kleinigkeiten wie heute, die uns dann einen Sieg kosten, den müssen wir abstellen. Und bin mir sicher, dass wir aus sowas lernen werden und dann in Zukunft das besser machen werden. Ja, Manuel, die Tabelle ist jetzt noch nicht so wichtig nach drei Spieltagen. Wenn man auf die Tabelle aber doch ein bisschen blickt, wäre es schon wichtig, diese drei Punkte im Tivoli. Ja, natürlich. Und da hat der Grüne auch vollkommen recht. Viele Mannschaften liegen sehr nahe beisammen. Und da entscheidet wirklich, wer dann am Spieltag am optimalsten sein Potenzial abrufen kann. Die gehen in der Regel auch als Sieger vom Platz. Und so wird es, denke ich, auch in diesem Spiel dann werden. Dann sage ich danke fürs Dabeisein, Manuel. Ihnen sagen wir danke fürs Zuschauen, wünschen Ihnen eine schöne Woche und wir sind dann kommenden Montag wieder für Sie da mit einer neuen Ausgabe von Dein Verein FK Austria Wien.